Kleiner Sendehinweis. Auf dem Partnerkanal kam gestern schon ein Video heraus. Natürlich ging es da um die geheimen Geheimprotokolle, ja, die Corona-Protokolle. Wir haben dort ein Video schon rausgekloppt. Und zwar spricht dort Klaus Stöhr. Naja, so durch die Blume, sagt er, Lauterbach kann nischt. Und die erste Information, die wir hier bekamen, als wir dieses Video gepostet haben, ja, eine Werbung von Covid-19. Aktuelle wissenschaftliche Informationen finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also das ist ja schon ein Riesenwitz, aber naja, gut, ist halt so geschaltet im Doofland. Leute, und jetzt kommt Herr Streeck, ja, der echte Virologe, und er, der haut den Lauterbach jetzt noch richtig in die Pfanne, ja, müsst ihr unbedingt hören. Und ganz doll wichtig, wir sollten nicht vergessen, wer die Denunzianten hier im Land sind, denn diese Menschen werden sich nicht ändern. Die werden das auch bei allen anderen Sachen machen. Und ich möchte mich in meinem Leben mit solchen Leuten nie wieder unterhalten. Die sind für mich ekelhaft. Und der Svenny hat natürlich alles abgespeichert. Hier kommt der zweite Teil des Podcastes. Wir vergessen nicht, der erste Teil ist in dem Video gestern schon hinten mit dran gehängt worden. Leute, das müsst ihr euch anhören und vergesst diese Leute nicht. Ja? Diese Leute müssen wir uns echt merken. Jetzt kommen wir erstmal zu Streeck. Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus und die Maßnahmen gewusst haben, als sie öffentlich zugaben. Das Online-Magazin Multipolar hat die Dokumente veröffentlicht, nachdem es 2 Jahre vor Gericht um die Freigabe gekämpft hatte. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Schutzmaßnahmen möglicherweise gefährlicher waren als das Virus selbst. Es gab demnach unter anderem Zweifel, ob die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, überhaupt sinnvoll war. Der Lockdown habe schwerere Konsequenzen gehabt als Corona selbst. Außerdem habe es medizinisch keinen Grund gegeben, Nicht-Geimpfte zu benachteiligen. Denn Streeck hat sich gewundert, dass ganze Seiten geschwärzt wurden, nicht wie hier in der Systempresse erzählt wurde, mal nur ein paar Namen. Leute, ganze Seiten wurden hier geschwärzt in diesem Protokoll. Ja, warum wohl? Teilgenommen habe. Ich war überrascht zum einen über die Inhalte, was diskutiert wurde, wo auch zum Teil ja auch vom RKI andere Sachen öffentlich gesagt wurden. Zum anderen aber auch über die Schwärzungen selber. Also mich wundert doch sehr, dass ganze Seiten über Impfungen zum Beispiel geschwärzt wurden. Und ich mich frage, was da drin steht, warum die Öffentlichkeit das nicht sehen soll. So, und jetzt? Jetzt, Leute! Jetzt haut er den Lauterbach so richtig in die Pfanne. Auch Sie waren ja nicht immer zu 100% davon überzeugt, dass Deutschland da immer den ganz richtigen Weg gegangen ist. Warum hat man da nicht genug zugehört? Nun, ich glaube, eine Problematik dabei ist, dass wir uns zu schnell versteift haben, dass die Wissenschaft mit einer Stimme spricht. Die Wissenschaft ist aber nicht nur ein Fachgebiet, ist nicht nur eine Person, die etwas sagt, sondern vielmehr eine Vielzahl von unterschiedlichen Expertisen, die auch zum Teil zu einem unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Daher ist es umso wichtiger, dass man daraus die Lehre zieht, von dieser Pandemie die Lehre zieht, dass die Wissenschaft doch breit gefächert ist, es keine eine Meinung gibt, die sagt, was richtig oder falsch ist, und wir diese Debatte, diese Diskussionskultur auch leben müssen. Mal sehen, wie das hier noch weitergeht. Hoffentlich rollt der Stein schön lange. Und ja, da kann ich nur sagen, wir hatten recht. Wie immer. Die erste Episode beendete ich ja mit Reinhard Becker, Fernsehjournalist, ARD, SWR.
Dieser sagte am 6.5.2020, all diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. So, und auch am 6.5.2020 sagte Fred Grimm, Autor, Kolumnist, Schrot und Korn, so heißt die Kolumne, Bioverlag GmbH, der sagte, das nackte Gesicht in engen Räumen entlarvt die Egoisten. Und natürlich geht's ja auch gleich wieder krass los. Simone Raphael, Chefredakteurin von Bellator News, Online-Publikation der Amadeo Antonio Stiftung. Sie sagte am 19.05.2020, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, befürchten in diesen wahnhaften Kreisen Einschränkungen für ihre Freiheitsrechte und für ihr Leben, die es gar nicht gibt und auf absehbare Zeit auch nicht geben wird. Und solche Leute werden bezahlt, gefördert vom Staat. Also ich meine jetzt diese Stiftungen mit solchen Leuten. Unglaublich. So, hier mal was von Gerhard Schröder, Altbundeskanzler, der natürlich Haufen Schotter einsteckt. Er sagte am 25.05.2020, Idioten gab es immer. Stimmt, Gerhard. Reinhard Müller, Autor der FAZ. Komischerweise ist das immer dieser Art Mensch aus der gleichen Rubrik. Ihr wisst schon, was ich meine. Reinhard Müller sagte am 12.06. oder schrieb 2020, Freiheit für die, die sie verdienen. Also Leute, ich hoffe ja nicht, dass mir hier unterwegs bei diesen Episoden, wenn ich diesen Hafengäse vorlesen muss, noch die Hutschnur platzt. Freiheit muss man sich verdienen, ja, da hat er recht. So, am 26.06.2020 schrieb die Gotthard-Kühl-Schule, eine Schule in Lübeck, für die Zeugnisübergabe in besonderen Zeiten, also dieser Text ist jetzt länger, ich filtere mal raus, für die Zeugnisübergabe in besonderen Zeiten als Übergabemedium der Zeugnisse unter Einhaltung der Abstandsregeln. Übergabemedium, tja, Pizzaschieber. Dieses Wort ist gefallen. Ihr kennt alle einen Pizzaschieber, der mit dem riesen Pizzablech die Pizza in den Ofen schiebt. So dass er nicht, ja, seine Fingerchen verbrennt. Am 7.7.2020 Mike Krüger, Comedian und Entertainer. Und zusätzlich zur Maske gibt es eine App. Wer die runterlädt, ist clever. Wer nicht, der ist ein Depp. Mikey, das hast du aber schön gesagt. Und es reimt sich sogar. Mikey, meinst du vielleicht die App, die überhaupt nicht so richtig funktionierte? Und mal eine Frage an dich, Mikey. Außerhalb des Protokolls. Wie sieht denn das bei dir und deiner Riesennase aus, wenn die Maske dort drauf sitzt? Die ist doch überhaupt nicht dicht. Mikey, Krüger und die Masken. Nicht dicht. Jetzt kommt's. Samira L. Uassel, Autorin, am 16.07.2020. Es ist grob unhöflich, andere Menschen umbringen zu wollen. Unhöflich. Da hat sogar das deutsche Gesetz Paragraphen für. Die nennen sich Totschlag, Mord und so weiter. Da steht aber nichts von grob unhöflich. Grob unhöflich ist zum Beispiel, wenn ich dir nicht die Hand gebe zur Begrüßung. So Leute. Und unser Wheelerchen, Professor Dr. Lothar Wheeler, Präsident des RKI, am 28.07.2020. Die Regeln dürfen nie hinterfragt werden. 1.8.2020. Auch Saskia Christina Esken ist hier vertreten, Leute. Bundesvorsitzende der SPD, Bundestagsabgeordnete. Die twitterte oder so. Tausende Hashtag Kofidioten feiern sich in Hashtag Berlin als die zweite Welle. Kofidioten also. Nicht vergessen, Leute. 8.8.2020. Wolfgang Niedecken, Frontmann der Kölner Band Bab und Solomusiker. Er sagte unter anderem, respektiert bitte, dass ihr bei uns nicht willkommen seid. 14.08.2020. Professor Dr. Gerhard Roth, Biologe und Hirnforscher. Wartet mal. Hirnforscher? Wohl eher Hirnflüchtling. Also der Herr Roth war Direktor am Institut für Hirnforschung in Bremen. Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Träger des Bundesverdienstkreuzes. Naja, das ist ja nun nichts Außergewöhnliches. Zurzeit wird das Bundesverdienstkreuz ja so ausgeteilt wie der Weihnachtsmann die Nüsse.
Der sagte, wirklich gefährlich sind die letzten 10%, die sogenannten Sensation Seekers, die den Kick suchen. Lieber Gerhard Roth, Biologe und Hirnforscher. Vielleicht ging bei einigen Leuten, bei einigen Ungeimpften, das sogenannte Gefahrenradar an. Sie hatten Angst um ihre Gesundheit und um ihre Unversehrtheit. Gerhard, kleiner Hinweis von mir, der ist kostenlos. Forsche mal bei dir, in deinem Hirn. Ja, so sind sie halt, Leute. Ich beende jetzt diese zweite Episode mit Udo Lindenberg. Das ist hier noch das i-Tüpfelchen für heute. Udo meinte am 27.08.2020, wenn die Hirntoten Risikopiloten, Maskenverweigerer, durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen. Also Udo, dich kann man wirklich schicken, wenn man nichts braucht. Leute, bleibt stabil. Wenn euch die Episoden gefallen, möchte ich ja nicht sagen, aber neu aufwecken und ihr das auch alles nicht vergessen könnt, na dann teilen. Wir hören uns hier bald wieder.